Bhagavad Gita, vierter Gesang. Der Pfad des göttlichen Wissens. Jnana Yoga. Vers 1. Sri Krishna sprach: Einst lehrte ich dem Vivasvan der ewigen Yogalehre Kunst. Von ihm erhielt sie Manu dann, Ikshvaku sie durch Manus Gunst. Vers 2. So erbten einst von Mund zu Mund die Weisen meiner Lehre Wort, doch schwand sie seit geraumer Zeit aus Menschenangedenken fort. Vers 3. Der Yoga-Lehre ganzer Sinn ist alt, heut hörst du sie von mir, weil du mein Freund bist und mich liebst, enthüll ich dieses Geheimnis dir. Vers 4. Arjuna sprach: Vivasvan lebte lang vor dir, ich habe darum nicht erfasst, wieso du dieser leere Sinn am Anfang ihm verkündet hast. Vers 5. Sri Krishna sprach: Schon viele der Geburten sind für mich sowie für dich dahin. Mir sind sie alle wohlbekannt, doch nicht so tapfer deinem Sinn. Vers 6. Obgleich ich aller Wesen Herr und ungeboren wandellos, geh ich durch meine eigene Kraft doch ein in einer Mutter Schoß. Fußnote 11. Atma Maya, Gottes eigene Kraft, seine innere Energie. Die vedische Theologie beschreibt verschiedene Energien, Shakti, die zu Gottes Wesen gehören. Die Svarupa Shakti gestaltet das Erscheinen Gottes in der Welt und heißt dann Yoga Maya oder Atma Maya. Die Yoga Maya darf nicht mit der Mahamaya, oft nur Maya genannt, verwechselt werden. Vergleiche Anmerkung 22. Vers 7. Wann immer Unrecht sich erhebt, Rechtschaffenheit zu wanken droht, erscheine ich, O Bharata, durch meines Willens Macht Gebot. Vers 8. Ich schützte den, der tugendhaft, vernichte wer dem Üblen treu, begründe das, was Recht und Gut in jedem Weltenalter neu. Vers 9. Wer wahrhaft kennt mein göttlich Tun, mein göttliches Geborensein, der kommt zu mir nach diesem Leib, erlöst von der Geburtenpein. Vers 10. Befreit von Zorn, Furcht, Leidenschaft, durch Wissen und enthaltsam Sein, geläutert bauen nur auf mich, ging mancher liebend zu mir ein. Vers 11. Wie einer sich mir hingibt, so gebe ich mich auch und bin ihm nah. Die Menschen folgen meinem Pfad in jeder Hinsicht, Bharata. Fußnote 12. Die Menschen, Manusyaha, Sarvasaha, nähern sich Gott auf verschiedene Weise. Prabhadyante. Krishna benutzt hier das Wort Bhajami. Das Verb Bhaj bedeutet zum einen zuteilen, belohnen. Zum anderen bedeutet es sich hingeben. Es ist das Wort für die aufrichtige Hingabe an Gott. Bhajami sagt nun jedoch Krishna: Auch ich bin bereit, die mir entgegengebrachte Hingabe zu erwidern. Liebe setzt einen freien Willen voraus. Die Intensität der Hingabe ist aber das Wesentliche und wird von Gott erwidert. Dabei ist es ganz gleich, vor welchem kulturellen oder religiösen Hintergrund sich ein Mensch Gott zuwendet.
Das ist der Geist der Gita. Der Dichter Friedrich Rückert hat in seinem Lehrgedicht Die Weisheit des Brahmanen die Grundstimmung dieser von Liebe getragenen Wechselbeziehung zwischen dem Lebewesen und dem Urgrund der Schöpfung so beschrieben. Was hat dich, Geist, vermocht, aus Gott hervorzuwallen? Er hat dich nicht verbannt, du bist nicht abgefallen. Die Liebe nur hat dich, die Liebe dich vertrieben. Er wollte, dass er dich, dass du ihn könntest lieben. Wärst du nicht außer ihm, wie könntest du suchen ihn? Wär er nicht außer dir, wie könnt er an dich ziehen? Vers 12. Der Mensch verehrt der Götter Macht, damit die Arbeit ihm gelingt. Schnell offenbart sich der Erfolg, der aus der Werke Lohn entspringt. Vers 13. Entsprechend Werk und Eigenschaft schuf ich der Lebensstände vier. Als handelnd wisse mich, du Held, und als nicht handelnd führ und führ. Fußnote 13. Die vedische Gesellschaftsordnung unterscheidet vier Varnas oder Gesellschaftsstände. Erstens, die Brahmanen sind die Hüter der geistigen Lehren, die Priester. Sie kennen und lehren das spirituelle Welt- und Wertverständnis. Ein Brahmane fühlt sich immer der Wahrheit verpflichtet und macht seinen Dienst an der Gesellschaft nicht von einer Bezahlung abhängig. Zweitens, die Kshatriyas, der verwaltende Stand. Dazu gehören die Regierungsmitglieder, das Militär, die Polizei, der Verwaltungsapparat. Drittens, die Vaishyas, die Händler und Bauern. Viertens, die Shudras sind die Arbeit und Handwerker, die den Bereich der Dienstleistungen abdeckt. Das Sanskritwort Varna hat viele Bedeutungen. Bedeckung, Umhüllung, äußeres Erscheinen, Oberfläche, Gestalt, Form, Tönt, Farbe, sozialer Stand, Wesen, Charakter, Geschlecht, Eigenschaft, Laut, Vokal, Silbe, Klang des gesprochenen Wortes, musikalischer Klang. Die Übersetzung Kaste ist unzureichend und irreführend. Varna unterscheidet zwischen den verschiedenen Mentalitäten und den sich daraus ergebenden Handlungsinteressen. Die vier Lebensstände entsprechen den Anlagen der Menschen, die sie für bestimmte Aufgabenfelder in der Gesellschaft geeignet machen. Das heute sogenannte Kastensystem entspricht also keineswegs der Lehre der Gita, weil es die Menschen aufgrund ihrer Geburt und nicht entsprechend ihrer Neigungen und Eigenschaften betrachtet. Das Kriterium der Gita ist die Neigung eines Menschen zu einer bestimmten Tätigkeit und sie beschreibt den Einfluss, den die Gunas dabei haben. Kaste, als Geburtsrecht verstanden, führt zu einer verengenden und letztlich starren Klassifizierung, die eine Verfallserscheinung mit erschreckenden Folgen darstellt. Spirituelle Vervollkommnung ist jedoch ein Geburtsrecht und stellt jeden vor die gleiche Aufgabe. Die Bhagavad Gita lehrt den Einfluss der Gunas zu erkennen und zeigt Wege, diesen zu überwinden. Oft wurde Varna mit Farbe übersetzt und die westliche Wissenschaft hat diese Farben ausschließlich auf Rassenunterschiede bezogen. Sie glaubte in den Shudras, die Nachfahren dunkelhäutiger eingeborener Indiens zu sehen, die von vermutlich einwandernden Arien unterworfen wurden. Diese Farben aber finden ihre Entsprechung vielmehr im Wesenszug der Menschen, dem leuchtenden Weiß der Reinheit und Redlichkeit,
Sattva, dem feurigen Rot der Leidenschaft, der Unerschrockenheit des rastlosen Schaffens, Raja, und dem Schwarz, Tamas, der Verwirrung und der Zügellosigkeit. Da aber jeder Mensch in sich die Möglichkeit zu einer vollkommenen geistigen Entwicklung trägt, ist die Ansicht, dass die Geburt oder Hautfarbe das Wesensmerkmal festlegt, ganz und gar unzulässig. Entsprechend der Gita ist Gott Begleiter einer jeden Seele, ob im Hund oder in der Kuh, im sogenannten Kastenlosen oder Brahmanen. Entscheidend sind die Eigenschaften und die Handlungen eines Menschen, was eine Erzählung aus der Chandogya Upanishad zeigt. Es wird die Geschichte von Satyakama erzählt, welcher der Sohn einer armen Dienstmagd und eines unbekannten Vaters war. Nach dem religiösen und sozialen Verständnis seiner Zeit war er aufgrund seiner Geburt nicht würdig, die Einweihung zu erhalten. Denn wen immer der Guru annahm, der wurde zum Brahmanen. Doch Satyakama begehrte nichts sehnlicher als die Wahrheit. So machte er sich auf den schweren Weg zu einem Lehrer. Er musste mit einer Abweisung rechnen, doch insgeheim trug er die Hoffnung in sich. Nach altem Brauch fragte der Lehrer den Knaben: Aus welcher Familie stammst du? Der Knabe antwortete: O Lehrer, ich weiß nicht, aus welcher Familie ich stamme. Ich habe die Mutter darum befragt, und sie antwortete mir: In meiner Jugend kam ich als Magd viel umher, da habe ich dich bekommen. Ich weiß selbst nicht, aus welcher Familie du bist. Die Antwort des Lehrers war kurz und klar: Nur ein Brahmane kann so offen und aufrichtig sprechen. Und er nahm ihn als Schüler an. Vers 14. Denn mich beflecken Werke nicht. Nie habe ich ihren Lohn gesucht. Wer dies mein Wesen hat erkannt, den bindet nicht der Taten Frucht. Vers 15. So handelten die Ahnen einst und waren durch ihr Werk befreit. So handle du, Arjuna, auch, den Weisen gleich aus alter Zeit. Vers 16. Was Handeln und Nichthandeln ist, das hat die Seher selbst verwirrt. Das Handeln will ich dir erklären, das schnell dich zur Erlösung führt. Vers 17. Denn weise unterscheiden muss man zwischen Tat und falscher Tat, und zwischen dem, was nicht Tat ist, verborgen ist der Werke Pfad. Vers 18. Wer in dem Tun das Nicht-Tun sieht und in dem Nicht-Tun sieht das Tun, tut alle Werke einsichtsvoll, weil auf Ergebung sie beruhen. Ein Wissender hat aus dem Tun Verlangen und Begier verbannt und mit des Wissens Feuerstrahl sein Karma gänzlich ausgebrannt. Fußnote 14. Karman. Im deutschen Sprachgebrauch Karma. Fruchtbringende Tat, Handlung. Der Begriff Karma umfasst die Gesamtheit aller Taten einer Person, seien es körperliche oder verstandesmäßige Handlungen und deren Folgen für die handelnde Person. Jede Handlung bewirkt eine entsprechende Reaktion, die sich sogar im Laufe der fortgesetzten Verkörperungen als Glück und Leid oder eine Mischung aus beiden auswirken kann. Karma als das den Menschen bestimmende Schicksal
ist zu ungenau, weil es den Zusammenhang zwischen einer Tat und deren Folgen außer Acht lässt. Karma verdeutlicht, dass der Mensch die vollständige Verantwortung für sein Tun trägt und regt zu einer kritischen Selbstbetrachtung an. Man unterscheidet, wie Karma, Taten, die entsprechende Früchte in der Zukunft tragen werden, und Akarma, Taten, die den Handelnden von der Bindung an die Folgen seines Tuns befreien, da ihnen kein Motiv und somit keine Lohnerwartung zugrunde liegt. Die Verse 16 bis 24 dieses Kapitels beschreiben die verschiedenen Aspekte des Karma. Vers 20. Wer nicht der Tatenfrucht erstrebt, zufrieden auf sich selbst gestellt, der ist von allem Handeln frei, auch wenn er handelt in der Welt. Vers 21. Wer ohne Anspruch auf Besitz, gezähmten Sinns sein Werk vollstreckt, der handelt zwar zum Leiberhalt, wird doch von keiner Schuld befleckt. Vers 22. Wem, was von selbst kommt, schon genügt, nicht spürend Gegensatz noch Neid, wem gleich sind Fehlschlag und Erfolg, der handelt und ist doch befreit. Vers 23. Wem jedes Werk ein Opfer ist, das er mit wahrheitsvollem Sinn verrichtet frei von Eigennutz, des Karma schwindet schnell dahin. Vers 24. Das Höchste ist im Opferwerk, in dem, was man durch Opfer schenkt. Das ewig Höchste hat erreicht, wer handelnd nur ans Höchste denkt. Vers 25. Die einen Yogis opfern hier ergebungsvoll der Götterschar. Es bringt ein anderer das Selbst dem Höchsten durch sein Opfer dar. Vers 26. Die einen opfern jeden Sinn im Feuer der Enthaltsamkeit, andere die ganze Sinnenwelt dem Feuer Sinnesfähigkeit. Fußnote 15. Die einen opfern ihre Sinne, zum Beispiel das Hören, dem Feuer der Selbstbeherrschung. Damit ist gemeint, dass die Beziehung der Sinne zu den Gegenständen der Außenwelt zur vollständigen Ruhe kommt, wenn sich die Sinne nach innen richten. Andere opfern die Gegenstände der Sinneswahrnehmung den Sinnen. Die Sinne bleiben gegenüber der Sinnenwelt aktiv, jedoch unangehaftet. Vers 27. Noch andere Sinnestätigkeit und ihres Atems reinen Gang in der Beherrschung Feuersglut, entzündet von des Wissens Drang. Vers 28. Besitz, Askese, Yogakraft gibt mancher als sein Opfer hin. Erkenntnis, weder Studium, ist anderen des Opfers Sinn. Vers 29. Ein anderer übt Opferdienst, indem die Atmung ein erdämmt und seiner Hauche Wechselspiel nach festen Regeln kundig hemmt. Vers 30. Den Lebensodem opfert der, der lange fastet mit Geduld. All diese Opferkundigen vernichten ihrer Taten Schuld. Vers 31. Wer heilgen Opferreste genießt, erreicht das ewige Brahm
O Held, wer niemals opfert, glücklos bleibt in dieser und der nächsten Welt. Vers 32. So mannigfache Opfer sind vom Mund der Veden ausgesandt, geboren alle aus dem Tun, befreit wird der, der dies erkannt. Vers 33. Ein dinglich Opfer ist zwar gut, doch geistiges Opfer schwerer wiegt, denn alle Werke tieferer Sinn allein in der Erkenntnis liegt. Vers 34. Ergeben, frag den Meister drum, bediene und verehre ihn, zur Wahrheit, die er selbst erschaut, führt er dich ohne Zweifel hin. Vers 35. Erkennst du sie, so wird hinfort dich nicht verblenden Wahn und Gier. Du siehst in jedem Wesen dann die Seele, die ein Teil von mir. Vers 36. Wärst du der schlimmste Bösewicht, mit Fehler wiegend noch so schwer, leicht führt dich der Erkenntnisboot fort über jedes Sündenmeer. Vers 37. Wie reisig Holz zu Asche wird, o tapferer durch des Feuers Kraft, wird von des Wissens Flamme auch der Tatenlohn hinweg gerafft. Vers 38. Und nichts kommt diesem Wissen gleich, es läutert und erhellt den Geist, doch ihr Besitz wird dir zuteil, wenn du dich hinzugeben weißt. Vers 39. Wer gläubig nach Erkenntnis strebt und seine Sinne ernst bezwingt, der eignet sich das Wissen an, das ihm den höchsten Frieden bringt. Vers 40. Wem Wissen und auch Glaube fehlt, wer Zweifel hegt, wird untergehen. In dieser und in jener Welt wird niemals Glück für ihn entstehen. Vers 41. Wer seiner Werke Lohn entsagt, wer jeden Zweifel überwand, der hat sein wahres Selbst erlangt, den fesselt nicht der Werke Band. Vers 42. Drum spalte mit des Wissens Schwert des Zweifels Knoten Arjuna, gib dich dem Schutz des Yoga hin, erhebe dich, o Bharata.